Ja, hallo, liebe Zockerfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Hardcore-Folge Subnautica, also Hardcore-Modus-Folge, genau, Hardcore-Folge ist es natürlich auch, aber ihr wisst, was ich meine. In der letzten Folge haben wir hier unseren Carry Harry vollgepimpt. Na, eigentlich nicht, den haben wir ja schon vollgepimpt, aber wir haben jetzt hier das volle Modul, das heißt, volle Modul, ich rede schon wieder völlig Quark. Wir können hier 900 Meter jetzt tauchen. Und ja, das ist natürlich eine super tolle Sache. Halt, einen Raum weiter. Jetzt habe ich mich gefragt, wo ist denn unser Baum hin? Denn wir sind wieder auf 7% runter. Erstmal hier schnell alles pflücken. Und mampfen. Genau. Ja, also wo ich gerade hier an dem Baum stehe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von diesem Baum halten soll, denn ich finde den nämlich schon dezent etwas, ja, wie nennt man das immer, overpowered. Ich weiß nicht, ob da die Entwickler irgendwann mal noch was dagegen tun werden, denn wie gesagt, ein Baum ernährt uns hier vollständig, das hebelt meines Erachtens ein bisschen, ja, das ganze Spielgeschehen aus. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, das würde mich mal interessieren. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich meine, ich finde es natürlich toll, dass, zack, dass wir hier so eine, ja, so einen Baum haben, auf jeden Fall. Allerdings ist er schon recht stark, ne? Ich meine, so ein Baum, der ernährt uns hier komplett allein. So ist sie, hier, zack. Und dann kommt die raus. Das ist natürlich schon so eine Sache. So, was habe ich heute vor? Und zwar folgendes. Ich würde ganz gern, ja, mal nochmal dahin schwimmen, wo wir, genau, wo wir in der letzten Folge unsere Sachen hier aufgesammelt haben. So, und zwar, weil ja da hinten noch etliche Sachen waren, die wir einscannen konnten. Unter anderem natürlich auch Bauteile von unserem Cyclops. Ja, das fehlt uns natürlich noch und deswegen will ich da hin. Und was ich da ja gefunden habe, ihr erinnert euch, Fragmente zu dem Kernreaktor. Der wird natürlich ein zentraler Punkt in unserer fetten Base werden. Denn dann kommen nämlich mindestens zwei rein. Ja. Einfach nur, weil wir es können. Nicht, weil wir es vielleicht nicht brauchen oder weil wir es brauchen. Einfach nur, damit es halt fett wird. Hier haben wir natürlich auch ein neues Wrack. Oh. Was war das? Ach, okay. Ich bin rausgesprungen, während, ja. Natürlich blöd von mir. Die Motte bewegt sich ja immer noch vorwärts und wenn man dann aussteigt, dann wird man sozusagen, ja, überfahren. Weil ich gerade das Wrack sehe. Ich habe natürlich jetzt kein Schweißgerät dabei. Also ich meine Laserschneider, den müssen wir natürlich auch noch bauen. Da haben wir ja schöne Diamanten gefunden. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Hier? Nee. Das war doch noch etwas weiter weg. Und viel, viel tiefer waren wir da. Waren wir ja schon so gegen 200 Meter. Genau. Oh, hier geht's runter. Das sieht gut aus. Ja, genau. So, hier werden wir nochmal... Oh, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Oh, sorry. War nicht mit Absicht. Wirklich noch? Wirklich nicht. Ich wollte einfach durchtauchen. Passen wir hier durch? Ah. Oh, sorry. Ist natürlich auch immer wieder eine wunderbare Gegend hier. Ey, was ist denn nur los? Bin ich hier besoffen oder warum fahre ich überall dagegen?
Hier ist aber nicht das, was ich scannen wollte. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Also ich kann es nur noch mal sagen, vor einigen Updates lief das hier wirklich noch komplett flüssig. Ich weiß nicht, was die Entwickler hier irgendwie reingepatcht haben oder sonst irgendwas, dass das auf einmal so extrem ruckelt. Und ich habe das auch schon bei einigen Let's Plays auf anderen Kanälen gesehen. Die haben das gleiche Wehwehchen. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass es jetzt hier an meinem Rechner liegt. Und schon wieder. Ich glaube, ich muss gleich mal aussteigen. Ja, gibt's denn das? Hallo? So. Erstmal hier. Unseren kleinen Harry hier wieder ganz machen. Und irgendwie, ja, sind wir nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt steige ich trotzdem mal auf. Nicht, dass ich die ganze Zeit hier in die falsche Richtung fahre. Kompass wäre auch nicht schlecht. Fällt mir gerade so ein. Da ist die Base. Da ist die Aurora. Okay, also sind wir in der falschen Richtung. Also müssen wir doch trotzdem wieder dahin. Oh Mann. Einmal Richtung Mond, bitte. Jetzt sind wir hier wieder extrem viel. Wahnsinn. Na, ich bleib jetzt mal überhalb dieser Pilze. Nicht, dass ich hier wieder... Kenn mich ja. Wieder jeden Pilz mitnehme, warum auch immer. So, jetzt tauchen wir mal ab. Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Wenn es denn nicht immer so extrem nachladen oder... Oh, hier haben wir was. Zum Scannen. Hier. Wärmekraftwerk. Da hat doch jemand an mir rumgeknabbert. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass uns hier nicht allzu viel passiert. Aber wir sind immer noch nicht so tief. Doch, 300 Meter sind wir eigentlich schon deutlich tiefer als noch in der letzten Folge. Da konnten wir ja nur bis 300 tauchen. Hier geht es noch mal tiefer. Obwohl, das sieht eher so aus, als ob das hier das Map-Ende wäre. Ja. Also gehen wir hier noch mal hoch. Das sieht hier schon besser aus. Genau, da hat man ja diese lustigen Pflanzen hier. Ach, da schon her.
Oh, braucht der lange zum Scannen. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir machen uns hier weiter auf die Suche. Oh, sehr. Seine ganze Familie scheint hier rumzukullern. So, das sieht doch nach einem Bereich aus, wo wir wieder etwas finden. War hier was? Okay. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Aber ich glaube, hier haben wir nichts zum Scannen. Oh Mann. Nee. Das sieht nach einem Eingang von einem anderen Biom aus, aber will ich auch nicht hin. Da ist was. Und da hinten. Wasserfiltrierung, sehr schön. Ah, geil. Ah, nee, brauchen wir nicht. Kernreaktor, genau. Na? Okay. Haben wir noch einen weiteren Kernreaktor hier? Komm, hier liegt überall Uran rum, da muss doch irgendwas zu finden sein. Nehmen wir einfach mal Diamant, okay. Also wenn wir mal Gold brauchen, dann auf jeden Fall nehmen wir es einfach mal mit hier. Damit wir noch ein bisschen Titan haben. Oh, shit, shit, shit. Ah, das war wieder so ein kleiner Mini-Piranha oder sowas. Komm, einmal bitte noch Kernreaktor. Ups. Jetzt haben wir hier auch ein fettes Wrack. Natürlich doof, dass ich jetzt wieder den Laserschneider nicht dabei habe. Ah, hier. Was bist du? Kernreaktor, jawohl. Zur Sicherheit. Da hat sich das Ganze natürlich... Was ist denn das? Blaues? Quarz, okay. Ah. Okay. Warum nicht?
Also, Kernreaktor haben wir. Können wir hier wieder auftauchen? Nun hatten wir aber irgendwo noch solche Mottenteile. Also, jetzt habe ich wieder vergessen. Hä? Verpiss dich. So, jetzt hat man hier irgendwo noch Bauteile von dem Cyclops. Jetzt ist die Frage natürlich, wo? Beziehungsweise, was wir noch alles brauchen. So, ich denke mal, hier sind wir erstmal sicher. Hier oben stand das doch. Cyclops. Ach so, okay. Da sieht man wieder nicht, was man alles braucht. Seemotten, bla bla bla. Ja. Gar nicht so einfach. Also früher war das deutlich einfacher, den Cyclops da hier zu finden, beziehungsweise zusammenzubauen. Heute zögert sich das halt dezent raus, weil man erstmal die ganzen Bauteile finden muss. Ist denn überhaupt wieder helllichter Tag? Ja, sieht gut aus. Ist nochmal kurz nach orientieren, wo wir hier hin müssen. Da hinten. Da ist die Aurora und unsere Base. Okay, das heißt, wir werden mal so ein bisschen in diese Richtung schwimmen. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Denn, ich sag mal, die Bauteile für den Cyclops, den hätte ich dann schon gern zusammen, bevor wir anfangen, die große Basis zu bauen. Und ich habe natürlich wieder keinen Schneidbrenner mit. Ach ja. Zack. Okay, ich werde mir mal anschauen, wo wir hier noch ein paar Bauteile finden. Kehren wir mal zurück zur Basis. Vielleicht haben wir ja auf dem Rückweg hin nochmal Glück, dass wir hier was finden. Hier ist aber auch nicht wirklich viel los. Salz und Quarz gibt es hier viel. Okay. Unser Guts hält auch nicht so viel aus, unser Harry hier. Aber sicher, sicher. Was ist das denn für ein Teil? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kann man das scannen? Schade.
Okay. Wow. Ja, steuern, wenn es ruckelt, ist echt scheiße. Ach, Quatsch. Falscher Knopf. Und es gibt hier so wahnsinnig viel zu erkunden. Echt abnormal. Aber natürlich auf jeden Fall eine coole Sache. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Mobile Vehikelbucht, alles klar. Schubkanone. Hatten wir die? Die hatten wir doch schon, oder? Ja, Schubkanone hatten wir schon freigeschaltet. Ja. Ja, und da sind wir schon wieder zu Hause. Okay, leider habe ich mein Tagesziel heute nicht erreicht, dass ich die Bauteile vom Cyclops finden konnte. Vielleicht in der nächsten Folge. Hallo? Ach, hier. Augen auf, Ram, Augen auf. Aber nichtsdestotrotz, wir haben unseren Kernreaktor, die Fragmente zusammen und natürlich die Wasserfiltrierungsanlage. Richtig coole Sache. Ja, wunderbar. Wir sind zurück. Halt. Ja. In der nächsten Folge geht's weiter. Und wo ist um meine Energie hin? Ach so. Bestimmt jetzt durch die Modde so extrem nach unten gesaust. Ja. Zack, zack, zack. Inventar ist voll. Warum ist Inventar voll? Wahnsinn. Wir sortieren in der nächsten Folge aus. Ich sage erstmal auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. An dieser Stelle wie immer ein Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.